Und dann gucken wir uns mal die anderen Ergebnisse an. Wir sehen, Wiedenbrück 2000 gewinnt gegen Viktoria Hamburg. Die sollten aufpassen, ne? Wir gucken mal. Julian Bennert, die haben heute mit zwei Stimmen gespielt. Hat wohl nichts gebracht, weil die Wiedenbrücker, die haben heute gut gespielt. Kommen damit vielleicht noch aus dem Abstiegskampf heraus. Das wär's ja, ne? Das ist eine Überraschung. Weil die waren bis jetzt dieses Jahr nicht so gut. Gucken wir einfach mal weiter. Hamburger SV verliert schon wieder. Okay, die haben letztens nicht so oft verloren. Habe ich mich wohl verguckt oder die echten Hamburger reingenommen, ne? Die schon wieder verloren haben gegen Köln. Wir sehen, TSV Hasel gewinnt 2-0. Und ist immer noch vor uns 3 Punkte. So, Braunschweig 2. gewinnt gegen Wolfsburg 2. Schön. Damit können wir unseren Vorsprung auf Wolfsburg ausbauen. Genau wie auf Schwarz-Weiß Reden. Wir sehen, SC Werl gewinnt 5-1 und schießt FD Braunschweig einfach ab. Können uns gerne die Noten angucken. André Thurm heute nur 5. Das war ein Grottenspiel von ihnen. Auch von Daniel Reck, unserem vielleicht neuen Torwart. Also den will ich haben, ne? Hoffentlich kommt er auch oder nicht. Nicht, dass das Team sagt, nein, den verkaufen wir nicht. Wir sehen, SV Eichen erholt sich heute mal einen Punkt. Gegen Lüneburg SK Hansa lagen auch noch zurück in der Halbzeit. Also stark von SV Eichene. Die sollte man nicht unterschätzen. Die schaffen vielleicht auch noch, dass sie in der Liga bleiben. Beim FD Braunschweig wird es schwer. Die haben nur 11 Punkte und haben schon 9 Punkte Rückstand. Man kann aber mal so ganz schnell eine Siegesserie aufbauen. Guckt uns an. 11 Spiele jetzt in Folge gewonnen. Ne? Besser kann es doch nicht laufen. Wir sehen auch ETSV Weiche gewinnt gegen SV Werder Bremen 2. Damit rücken wir auch an Werder Bremen ran. Das sind jetzt auch nur noch 4 Punkte. Also Vizemeister ist dann wenigstens ein Minimum. Wir könnten eigentlich noch aufsteigen, ne? Wir haben noch 13 Spiele, ne? Wollte erst 14 Spiele sagen, ne? Wir haben ja noch 13 Spiele und dann kann so viel passieren. Wir sehen, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben zwei gute Stürmer und wir haben einen Harald Bunimeier, der uns den Arsch rettet, ne? So, gehen wir mal weiter hier. SV Meppen gegen St. Pauli. Ja, da setzt sich Meppen durch und kommt da wieder raus aus dem Abstiegskampf. Hat jetzt hier auch schon 8 Punkte Vorsprung. Es ist nicht sicher, aber ist schon Vorsprung, ne? Wir sehen VfB Oldenburg gegen Sportfreunde Lotte 0-0 bloß. Aber ja, das muss Oldenburg aufpassen, ne? Das ist da alles hier, wie würde man sagen, bis Viktoria, bis Hamburg 2. Die müssen da noch alle aufpassen. Weil wenn die eine komplette Siegesniederlage kriegen, dann sind sie raus. Ich hoffe nicht, dass es bei Viktoria Hamburg passiert, dass der Julian Bennert sie rettet. Ne, der hat 10 Tore geschossen, also ja. Von 29 hat er 10 Tore geschossen. Ich weiß nicht, wie viel er aufgelegt hat. Dann gehen wir mal in die Stimmen. Und dann gucken wir mal in die dritte Liga, ne? Wir können ja mal hier so ein bisschen durchblättern. Wir sehen, oh, Dortmund 2. ist ganz vorne. Kennen wir ja gar nicht von den Dortmunder in Wirklichkeit, ne? Die spielen ja lieber auf dem letzten Platz. Hä? Sagt er jetzt hier was Freches, ne? Natürlich gönnt man es den Dortmunder, dass sie da irgendwie in der Liga bleiben, ne? Aber mehr wird da auch nicht passieren. Ich würde mal sagen, okay, es sind ja auch nur. Ich würde mal sagen, wenn Werder Bremen gegen Hertha gewinnt, dann haben die auch nur 6 Punkte auf den 7. Ja, das muss man vorstellen, wie die Tabelle, wie knapp die zu. Wie alles da zusammen ist, ne? Dann kann jetzt Freiburg, so viele können da jetzt einfach eine Siegesserie hinbauen und dann sind die auf einmal wieder auf dem 6. auf den 7., ne? Das geht da so schnell, da hat keiner Konstanz, ne? Außer Wolfsburg und Bayern. Na, konzentrieren wir uns mal hier auf die Tabelle. Wir sehen auch Dynamo Dresden, Wiesbaden, Osnabrück, Sandhausen und dann Duisburg. Also die sind so, ich würde mal sagen, bis Rot-Weiß Erfurt ist da der Aufstieg noch drinne.
für Rostock und da unter, da würde ich dir nicht mehr zutrauen. Oh mein, die zweite Liga. Düsseldorf, Nürnberg und KSC, die gehen ihre eigene Wege. Dann ist da Fürth 36, St. Pauli 36, 34, Ingolstadt. Darmstadt ist letzter. Oh, das tut mir leid. Los, Jungs. Wenigstens noch auf dem 16. Das müssen sie noch hinkriegen. Wir sehen unsere Braunschweiger Mannschaft aus dem FIFA-Let's Play. Sind hier 12. So, dann gucken wir mal weiter nach oben in die erste Liga. Und dann können wir das auch dann gleich ansprechen, ne? Wo ist denn der SC Freiburg? Jetzt ohne Sache, Freiburg wird der Nils Petersen ausgeliehen, der bei Bremen überhaupt nichts gerissen hat, weil er auch da nicht gespielt hat, ne? Der hat da nur 274 Minuten gespielt und der hat das Jahr davor hat er 11 Tore geschossen, das wissen wir. Petersen kann Fußball spielen und das hat er heute in Freiburg gezeigt, wo er da einfach mal Frankfurt im Alleingang abgeballert hat. Natürlich schön für Freiburg. Ich mag Freiburg, ich mag den Streik. Das ist so das Team musst du einfach mögen, ne? Das ist eine junge Mannschaft, der probiert immer mit viel Jungmannschaft und dann die alten Erfahrenen. Das klappt einfach wie mit Darida, der so viel läuft wie kein anderer, ne? Der ist ein Bekloppter, ist der doch. Der wird immer mal tot umfallen, nur durch Krämpfe. Ne? Der kann ja nicht mehr schlafen, ne? Wenn er keinen Fußball mehr spielt, ne? Der regt sich dann auf, wenn er sich dann im Bett liegt und hat keine Krämpfe. Das ist bestimmt so ein Spieler. Und wir sehen auch hier die Bochumer, die aufgestiegen, die sind jetzt Vorletzter. Die Bremer sind 16. Und RB Leipzig hat hier sich im Mittelfeld reingearbeitet. Ne? Die waren ja auch vorher hier so im Abstiegskampf. Und wir sehen hier, was für eine Überraschung, Bayern hier keine 14 Punkte Abstand. Oder besser gesagt 8 Punkte Abstand. Stuttgart, TSG vor FC Bayern. Dann kommt Schalke, dann Leverkusen, dann kommt erst Dortmund. Die sind hier auch nicht so stark. Stärker als Real Life, ne? Sagt man so gerne. So auf Englisch. So, und ich glaube, das reicht erstmal. Gucken wir mal die Stimmen jetzt mal an. Der Dings ist auch in der zweiten Halbzeit immer besser geworden. Der Dings ist dann auch in der zweiten Hälfte. Ist ein schöner Spruch. Kloppmuck hat verdient gewonnen. Die waren spritziger, die waren schneller. Kloppmuck hat sehr gut gespielt. Dankeschön, Björn. Spielerstatistik, das gucke ich auch gerne, ne? Wir sehen keinen von uns. Sie hätten ja bestimmt einen Harald Bunimeier gesehen, aber ja, eigene Blödheit, eine Minute zu spät. Ist dann natürlich scheiße. Ja, sage ich es einfach mal, wie es ist. Keine super Noten, ne? War auch kein super Spiel. Und trotzdem reicht es einfach für einen Sieg. Guck mal, beste Spieler wie Tim Werkner, der knabbert immer so ein bisschen. Und zu sagen, ne, du bist da nicht alleine, Armini. Ich bin auch noch da, ne? Kann man sich vorstellen, so ein Zweikampf oder ein Dreikampf mit Mencati. Armini immer noch die beste Note. Und dann Keller. Daniel Reck. Der heute Kane. Das Spiel hat ihn nicht gut getan. 2,86. Ey, wenn er keine Talentaufwertung kriegen, dann holen wir uns den nicht, ne? So, achso, bin ich falsch Knopf gedrückt. Fairplay natürlich. Haben wir heute so viele gelbe Karten gekriegt. 2 Stück, okay. Gehen wir mal weiter. Und gucken mal das Angebot von Jan Meyer an, ob wir uns da einigen können mit unserem hier, wie heißt er? Da war es der Verhandlungspartner? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Wir gucken mal, Viktoria Hamburg? Ja, Viktoria Hamburg. Was haben sie denn da als Sechsen? Als Sechser? Vincent Buck. Also den könnten wir da eigentlich ausleihen, aber verkaufen will ich den nicht. Wir können generell mal gucken. Der Malte ist hier noch, der will ja irgendwie auf einmal keiner mehr. Schöne Scheiße, ne? Wir gehen einfach mal weiter. Der nächste Spieltag ist gegen SV Meppen. So, Viktoria Hamburg mit klaren Signal an Jan Meyer. Martin Andersson.
Ah, da sind wir wieder ein paar Transfer. Machen wir weiter. Oh. Oh, da sind welche interessiert an den Malte. Jo. Ich weiß nicht, können wir da. Ich würde es nur bei einem probieren, so auf 15.000. Oh, der ist 25.000 wert. Mal gucken, wie hoch wir gehen können. 30.000. Okay. Forderung stellen. Transfer erfolgreich. Ich wollte jetzt nicht übertreiben, ne? Weil das kann man sich schon gut vorstellen. Der kam für lau. Um 30.000 dann wieder einzunehmen, ist ja auch eine gute Sache. Also die sind nicht rausgegangen. Wo kommen sie denn her? Aus Polen. Bauen sie doch einen zentralen. Oh ja. Da kann er sich bestimmt drinne mitspielen. Reinspielen, ne? Das ist Griechenland. Die sind 12 da. Okay, die haben da nur den Dabus. Keinen anderen, oder was? Nee, der ist rot gesperrt, ne? Dann den. Na, machen wir mal 25.000. Ablöseforderung gescheitert. Also den wollte ich da nicht hinschicken. So, wir kommen einfach mal näher, ne? 110.000 ist gut für uns. Ist gutes Geld. So. Ich wollte den auch zu einer Mannschaft schicken, wo er auch dann spielt, ne? Das war mir schon wichtig. Und er wechselt. Da ging's schnell. So, die der neue Verein ist begeistert. Malte hat heute einen 2-Jahres-Vertrag bei Flota unterschrieben. Damit hat er nur eine knappe Woche bis zu Einigung gedauert. Der Transfer wird durch eine Ablöse in Höhe von 110.000 versüßt. Malte galt das große Talent des BV Kloppenburg. Sein Wechsel ist herber Verlust für BV Kloppenburg. Eigentlich nicht, ne? Er spielt bei uns einfach im System, spielt er einfach keine Rolle mehr. Und Jan Meyer wechselt auch, wie ich gerade sehe. Also da müssen wir irgendwas ranholen am defensiven Mittelfeldspieler. Eigentlich haben wir auch den wie heißt er denn? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Den Nuri, der kann das ja auch spielen. Ne? Wir gucken einfach mal durch. So, Wechsel. Ja, da sehen wir, er wechselt für knappe 30.000 zu Viktoria Hamburg. Ablöse gescheitert, das wissen wir ja. Und da haben wir 110.000. Das ist super für unser Verein. Ne? Für einen, den wir das. Ja, der bei uns einfach keine Zukunft mehr hat. Ne? Ex-Bremer. Timo Biermann, das ist der Bruder. Innenverteidiger, hat auch ein Bild. Da sehen wir nochmal den Wechsel, aber erst später, ne? Das ist ja das Wichtige, den können wir nochmal einsetzen. So, dann würde ich mal sagen, müssen wir eigentlich. Nee, das mache ich in der nächsten Folge. Ich sehe schon gerade, wie lang die Folge schon wieder wird, weil ich meine Klappe wieder nicht halten kann. So, Mannschaftsführung ist klasse, Julian. Philipp, du hast gut trainiert. Nuri, natürlich immer wieder mal dasselbe. Hummel. Super, super. Natürlich Heller, einfach ein super Spieler, ne? Der hat uns öfters den Arsch gerettet, das ist das Wichtigste. So, den Malte, natürlich wünschen wir dir alles schön in der Zukunft. Ist natürlich jetzt erfreut und das ist immer das Gute. Du kannst ihn dann nochmal schön pushen, dann kriegt er mal 10 Moralpunkte. Das heißt, dass er dann auch noch, kommen wir hier auf das Wort, noch mehr Leistung bringen kann. Also nur von den Stärkenpunkten, ne? Wie von Jan Meyer, der hat jetzt den Moral von. Was ist denn das für eine Moral? Glücklich, ne? Glücklich, genau. Und das hebt ja auch immer nochmal die Stärke an. Auf jeden Fall werden wir den. Tim Werkner, ne, wir drehen. Motivieren mal hier den. Okay, können wir nicht, dann können wir auch Tim Werkner, drin sagen, du hast gut trainiert, kriegt er wieder 5 Moralpunkte. Teamhierarchie, Führungsspieler, Rom Heller. Das ist meistens dann, wenn die alle anderen eine knappe 60 haben und dann der eine eine 67 hat, dann ist meistens so, Führungsspieler. Ja, ist mir so oft schon aufgefallen. Und die gucken einfach mal hier, Senkrechtstarter.
Nuri Konat. Der hat 6 Punkte jetzt schon gut gemacht, ne? Hier hat er jetzt schon 61. Ah, der kann das einfach spielen, das ist das Gute. Harald Bunimeier, was kann er denn eigentlich noch? Rechtes Mittelfeld. Den können wir wieder als Ersatz reinstellen. Ne? Das ist mir wichtig. Eigentlich müsste da eine Form von 12 oder 13 stehen, ne? Weil der hat uns einfach den Arsch gerettet. Und dafür müsste man den auch noch belohnen. Und den einfach keine, wie heißt denn das? Belohnung, ne? Als Form. Finde ich auch schon scheiße. So, wir machen mal ein bisschen Geld. Hier vom Gehalt weg. Da haben wir jetzt genügend. Machen wir nicht so viel, wir brauchen auch. So. Oh, jetzt habe ich für Sonstiges vergessen. So. Da ist jetzt wieder alles im Plus. Gucken wir uns mal an. Ja, hier, da oben ist er doch. Zentrale, ja, sehen wir, sind sie wieder alle zufrieden. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal schnell in die Taktik rein. Dann haben wir hier die halbe Stunde, habe ich die halbe Stunde, die werde ich ja wieder teilen mit mein neues Programm. Wir sehen Juan Wigger, Holländer. Wir sehen, wie viel hat er vorbereitet? Also 3 Tore vorbereitet, den werde ich jetzt hier nicht bewachen. Wir werden den Max Kremer bewachen, Christian Westerfeld und den Langräder. Der macht uns meistens das Leben zur Hölle. Ich würde mal sagen, wir kommen über die linke Seite, ne? 58, das sind 3 Punkte. Da ist auch wenigstens auch noch der schlechtere Mittelfeldspieler. Okay, sind beide nicht gut. Wir gucken einfach mal, ob es über links besser geht. Umat ist aber auch nicht der beste Torwart mit einer 56. Und machen wir mal so. Das sieht schon okay aus. Dann würde ich mich mal wieder verabschieden und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Und ihr werdet dann in der Folge davor schon sehen. Endcard habe ich jetzt selber gemacht. Mal gucken, wie es wird. Könnt ihr da überall auf Abonnieren drücken, ne? Jedes Dings könnt ihr darauf klicken. Alles Empfehlungen von mir. Kann ja nur gut sein, ne? Ho, Eigenlob stinkt, ne? Ne, bis dann, haut rein, euer Berliner LP.